Hallo und Luna, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone Garrosh. im Ranked und mit einer nächsten Phrase. Ich habe, glaube ich, heute den Phrasensamstag Der Wald ausgepackt. erhebt sich. Bei einer guten Sportsendung. Früher hat man da einiges erblechen müssen. Ich kann hier sagen, was ich will und muss nichts blechen. Never change a winning team. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal beim Druiden, nachdem ich das erste Match gewonnen habe von den 6 Stück. Yay. Kriegen wir einen Rush Warrior. Und wie wir es aus der letzten Season wissen, ist der Rush Warrior ein sehr, sehr gutes Deck gegen den Token Druiden. Mal schauen, was passieren wird. Ich würde ja, glaube ich, wenn ich mein Geld hätte, alles auf ihn setzen. Denn wie man sieht, hat er den Legend-Kartenrücken. Ist es ein Rush Warrior? Also, wenn ihr wetten wollt. Ich setze ihn hier in die Favoritenrolle. Ist doch die Fallhöhe nicht so groß. Aber gut, konzentrieren wir uns aufs Gameplay. Was machen wir? Dornwuchswächter. Okay, du bist nächste Runde nicht mehr da. Yes. Nimm den Dornwuchswächter einfach nur aus dem einfachen Grund. Sollten sie liegen bleiben, kann ich nächste Runde nochmal den Dornwuchswächter spielen. Plus Zorn des Rudels. Noch besser, die Seele des Waldes. Ich habe ja wieder meine gesamten hohen Karten auf der Hand, wie letzte Folge auch. Aber wenigstens habe ich ein bisschen Mana, um sie zu verbessern. Der Spott hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, gut, gut. Naja, das nicht. Nächste Runde der Glühwürmchenschwarm. Okay. Kann auf jeden Fall ihn noch spielen, denn ich bekomme auf jeden Fall dem Glühwürmchenschwarm hier noch was. Spiele ich ihn auch nochmal. Pflege und Mal der Wildnis nehme ich. Beide. Dann triggere ich das erste Scharmützel, falls das haben sollte, oder seinen Raserei-Eiferdiener. Wertschlucker redet nicht mit mir. Was soll denn das? Bin ihm nicht gut genug, dass er mich anschreit. Okay. Niedliche Verseuchung. Nochmal die Seele des Waldes. Denn Scharmützel ist immer ein großer Freund des Kriegers. Oder halt sein Rasereidiener. Und wenn ich halt die Seele des Waldes aktiv habe, ist es mir eigentlich egal, denn ich bekomme auf jeden Fall irgendwelche Diener zum Pimpen. Mit dem Aufbäumen wäre das nicht so gewesen. Das heißt, er muss jetzt all meine Diener vernichten und dann noch Removal spielen. Das schafft er nicht. Und damit ist er down. Down. Ist er down? Wir haben hier plus 2-1, hier plus 1-1, das reicht auf jeden Fall. Wir haben hier genau schon 14 Damage, aber ich zeige ihm, dass es nicht knapp war, sondern deutlich. Gut
Und wir haben gewonnen, Leute. Man glaubt es nicht, den Rush Warrior besiegt. Jetzt geht's bergauf. Ah, zweiter Sieg in Folge. Ein Gold winkt doch diese Folge nicht, oder? Komm, ein Sieg noch. Dann bin ich zumindest schon mal Gold 10. Vielleicht ist dann das Ganze ein bisschen angenehmer. Wer weiß. Aber dann gleich ins nächste Match und ich bleib beim Token-Druiden. Denn zwei Siege in Folge hat er sich verdient, weitergespielt zu werden. So, Match Nummer 2 gegen den Priester. Und aus Losing Streak von gefühlt 18 zu eventuellen Siegessträhne. Und das wäre dann schon mal ein großer Vorteil. Glückspilz auf jeden Fall behalten, Gewitterblüte. Wenn ich unterschrieben bekomme, dass ich Aufbäumen bekomme, oder die Glühwürmchen, würde ich es behalten. Ich würde mal damit gehen. Risiko. Risiko wird nicht belohnt. Ist okay. Macht noch nichts. Wir wissen das Deck. Verderben. Late Game. Giberling. 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 Okay. Nee. Mein Mana möchte ich aufheben für den entscheidenden Move. Könnte ich jede Münze benutzen und gebrauchen. Giberling. Giberling, Giberling. Das ist so ein blöder. Ich würde sagen mehr. Yes. Gut. Wenn sie liegen bleiben, easy. Gewitterblüte, Zorn des Rudels. Ja, was er spielt. Okay. Gewitterblüte. Mondfinsternis und des Rudels wäre die Variante. Warte. Das Zorn des Rudels nicht mehr vorhanden, also nicht mehr stark genug. Jetzt überlege ich, Karten ziehen oder aufs Board weitergehen. Ich gehe aufs Board weiterhin. Ich könnte jetzt mit beiden Gewitterblüten noch vorne das Rudel spielen, bringt aber nichts, kein Vorteil. Außer, dass ich nächste Runde gar nichts machen kann. Und wenn er die Diener vernichtet, ich zwei Züge quasi aussetzen muss. Okay. Kann man mal haben auf der Hand. Drei Karten, die passen genau auf die Hand. Auch wenn ich keine mehr spielen kann. Danke, Giberling. Nächste Runde Glühwürmchen-Schwarm. Gewitterblüten. Ziel des Waldes. Perfekt. Bitte was? Das ist die Frage. Glühwürmchen-Schwarm auf jeden Fall. Und da es eigentlich besser ist, wenn er nicht dabei ist. Wobei, eigentlich kann ich auch ein Damage machen. Überlegt, ob ich noch vielleicht die Mondfinsternis hätte einbinden können. Problem ist nur, ich will ihn ja gar nicht killen, wenn da kommt ein 3-4er raus. Bringt mir keinen großen Vorteil. Ja, macht halt ein bisschen weniger Schaden, aber ich möchte eher damit die Spots aus dem Weg räumen. Nächste Runde habe ich 2 Mana. Ich kann Mondfinsternis, Mondfinsternis und den Dornwuchswächter spielen. Sollte ich das benötigen. Die Witterblüte habe ich nicht mehr im Deck.
Naturkunde könnt ihr mir ein bisschen den Arsch retten, indem ich die Gewitterblüte damit entdecke. Um dann vielleicht noch Zorn des Rudels zu bekommen, aber das wäre schon. Uff. Da müsste ich genau überlegen, wie ich spiele. Bitte jetzt nicht nochmal auf der Hand. Dankeschön. Es geht um Gold. Deswegen werde ich auf jeden Fall sehr fokussiert hier versuchen, irgendwas zu reißen. Wahnsinn. Das ist ohne Worte einfach nur. Nur zweimal angreifen. Das wird gut. Ich gehe extra nicht auf das Gottesschild drauf. Denn das soll ich nicht opfern können. Ich meine, dass er dann nochmal eine Kopie herruft. Okay. Gut für ihn, schlecht für ihn. Okay. Dafür habe ich die Mondfinsternis. Ich werde euren Körper brechen. Gut, jetzt muss sehr, sehr gut überlegt werden, was ich spiele. Mondfinsternis drauf. Mondfinsternis drauf. Dann habe ich noch die Möglichkeit, auf Bäumen zu spielen. Und es den Zorn des Rudels. Habe ich nicht. Ja, weil es Mana fehlt. Nicht schlimm, ich habe die wichtige Variante genommen. Hätte ich einen Raum gehabt. Hätte das klappen können? Nee, ne? Ich habe quasi den Mondfinsternis nur kostenlos gespielt. Ich vergünstige nichts. Also zwei Mana hätten mir immer gefehlt. Schade. Sollte trotzdem hoffentlich reichen. Also wenn er jetzt den Seelenspiegel hat, RIP. Meine Hand ist nämlich eigentlich nicht mehr sinnvoll. Kann ich mal nächste Runde die beiden Dornwuchswächter mit doppeltem Zorn des Rudels herrufen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall warten, sollte sie mein Board vernichten. Ihr braucht jetzt einen fetten Spot oder ein fettes Removal. Normalerweise würde ich sagen, in den letzten Matches, also bevor ich die beiden Siegen hatte, wäre jetzt instant der Seelenspiegel geflogen. Hat sie scheinbar nicht. Der Zitung-Zauber wäre auch optimal, fügt allen Dienern 3 Schaden zu. Hat sie scheinbar auch nicht. Dementsprechend haben die Gegner halt einfach jetzt in dem Match und dem Match davor, wo ich gewonnen habe, keine überragende Hand gegen mich. Und dann sieht es nämlich schon wieder ganz anders aus. Und das ist der Win für mich. Was tun? GG. Damit ist Gold erreicht. Ey, ja. Aber gut. Ordentlich Gold mit Siegesträhne. Gold 7. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins letzte Match für die Folge und der Token-Druide macht seinen Job, nachdem er davor ein bisschen unlucky war. Und dann hoffe ich, dass ich vielleicht diese Folge 3 Siege hochladen kann. Kann ich vielleicht endlich diese Negativsträhne abhaken. Match Nummer 3 gegen Bellmage Chainer, würde ich mal vermuten. Jetzt macht mir keine Angst mehr. Ich habe jetzt 3 Siege in Folge geholt.
Jetzt vertraue ich einfach mal auf mein Glück. Jetzt habe ich auch die Glückspilze behalte. Glückspilze sind so wichtig für den Token-Druiden, das ist der Wahnsinn. Ja, Early Removal. Late Game. Ina herrufen oder verbessern. Niedliche Verseuchung nur gut, wenn du Dornwuchswächter oder sowas hast. Oder Bezähler des Waldes vielleicht noch einen dazulegen. Okay, nächste Runde auf jeden Fall mein Special, was ein bisschen ärgerlich ist. Außer ich ziehe den Gibberling. Nee. Nächste Runde definitiv Glückspilze, um einfach die Kartenvielfalt zu haben. Dankeschön. Wenn es überlegen muss, ist es meistens nicht die Günstigung. Ja, auf jeden Fall. Karten. Die nächste Runde ist Rudel. Ich probiere es mal. Nicht mit Gemütlichkeit, sondern mit Aggressivität hier. Das Board zu verteidigen. Sollte sie es vernichten, ne, dann Glückspilze. Meine Macht besiegt nie okay. Völlig. Nicht schlecht. Überlegt hat. Die Sonnenfinsternis möchte ich mit dem Glückspilzen spielen nächste Runde. Wenn ich überlegt, ob ich dann vielleicht Sonnenfinsternis spiele und dann das doppelte Zorn des Rudels, aber das lohnt sich nicht. Was ich aber lohnen würde, wäre eventuell die Gewitterblüte noch mitzunehmen. Nee, da kann ich nichts tun. Nee, mach mal so, wie geplant. Er wird zwar vernichtet, ist aber nicht schlimm. Muss ich wenigstens einen. Genau, ihr Special dafür benutzen. Absolut okay für mich. Gibberling, Hallöchen. Gibberling. Bitterblüte, nein, ich muss auf jeden Fall hier. Bestenfalls 6 Zauber ziehen. Gibberling war wichtig, dass ich ihn da vorgezogen habe. Stark. Glühwürmchen sind dabei. Hat jetzt echt einen Diener, also Zauberschaden-Diener gezogen? Das heißt, es ist gar kein Spellmage. Okay. Gut zu wissen. Ein bisschen Magie. Blitzdings, hallo. Magisch. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist erstmal mit dem Gibberling im Board aufzubauen. Ich könnte zwar auch den Blümchenschwarm benutzen, aber, und das ist es eben. Ich könnte mit dem Gibberling halt erstmal wissen, was aufbauen. Andererseits ist der Glühwürmchen-Schwarm schon sehr verlockend. Ihn veropfern wir ihn. Entdecken einen Zauber. Seele des Waldes wäre jetzt halt optimal. Wenn ich jetzt ihn herrufe, habe ich ein Mana noch. Brauche aber 4. Schade. Klappt nicht. Nächste Runde schon. Das wird gut. Das wird knapp. Einen Spott hingeschmissen. Ich habe die jetzt beide hier geopfert, denn nächste Runde möchte ich den Glühwürmchen-Schwarm spielen. Das komplette Board. Ich habe
7 Mana. Kann dann mit der Gewitterblüte meine Seele des Waldes spielen. Ich brauche ein paar gute. Beziehungsweise kann ich sogar Aufbäumen dazulegen im Blümchenschwarm. Ist halt Flammenstoß die große Gefahr. Deswegen würde ich auf jeden Fall die Seele des Waldes dazu schmeißen. Das heißt, den Glibberling und den brauche ich hier nicht. Bin bloß dafür da, dass ihr vielleicht noch irgendein Removal zündet oder sowas. Das zum Beispiel hier. Yep. Blümchenschwarm ist safe. Ihn nehmen. Also 5 Mana kann ich nichts mehr Sinnvolles machen. Deswegen werde ich auf jeden Fall hier Seele des Waldes nehmen. Ich hätte auch noch die Mondfinsternis dazu spielen können vorher. Brauche ich aber nicht. Kasakus interessiert mich überhaupt nicht. Dem kann sie nichts anfangen, hat keinen Zauberschaden, hat gar nichts. Der bleibt erstmal liegen. Nicht ihr wählt den Zauberstab, Dummchen. Nächste Runde 7 Mana. Sonnenfinsternis auf Bäumen. RIP. Bitte nur 2 treffen. Ja, ist okay. Reicht mir. Reicht mir vollkommen. Den wird er vielleicht mit seinem Special wegbekommen. Flammenstoß ist nicht mehr drin. Gerade mit Sonnenfinsternis und Doppelaufbäumen sollte das ja gegessen sein. Ah, Blitzdings macht es ein bisschen ärgerlich. Random Zauber. Hab nicht mehr gewonnen dadurch. Hat halt echt ein Geheimnis. Ja. Macht's ein bisschen ärgerlicher hier. Ein Aufbäumen kann ich opfern. Allen 3 Schaden. Nein. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich gewesen, dass ich im letzten Zug noch ein bisschen was machen konnte. Geheimnis, was ist es? Jahrmarktbetrug? Müsste fast der Jahrmarktbetrug sein. Gegenzauber war es nicht. Netherwindportal war es nicht. Flammenfalle war es nicht. Ja, war klar, dass der Flammenschluss von der unbeschriebenen Kugel entdeckt wurde. So konnte man davon ausgehen, dass irgendwann ein Flammenschluss kommt. Aber das ist nicht dramatisch, denn alles auf eine Karte. Ich habe noch genug Zauber drin. Ruf 6 Diener her, das reicht mir eigentlich. Win. Ich habe überlegt, zum Beispiel wenn es jetzt die Flammenfalle gewesen wäre, hätte ich safe noch Gewitterblüte und Macht der Wildnis gespielt. Bitte keinen Flammenstoß. Wenn sie jetzt einen Flammenstoß bekommen hat, dann ja, dann ist es so. Diese Runde geht auch. Dankeschön. Das ist die Siegesträhne. Und in dieser Folge jedes Match gewonnen und davor jedes Match verloren. Man kennt es. Das ist der vierte Sieg in Folge bei mir. Und auf einmal läuft's. Deswegen würde ich sagen, Leute, beenden wir das jetzt hier. Mit 3 Siegen in der Folge. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Da wird dann, wenn es läuft, Platin erreicht. Wenn nicht, dann halt nicht. Dementsprechend, bis zum nächsten Mal. Haut rein.